Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Finanzräuber. Wie die beiden Unternehmen MSCI und S&P Global den Finanzmarkt positiv geprägt und so 1000 Marktteilnehmer bis heute beeinflussen, schauen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Viel Spaß dabei! Zunächst aber folgt noch der Disclaimer: Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Es handelt sich bei allen Aussagen lediglich um meine eigene Meinung. Das Video dient daher der Unterhaltung oder kann als Hilfe zur Bildung der eigenen Meinung verstanden werden. Du sollst selbstständig deine Entscheidung treffen, da das Investieren eine extrem individuelle Entscheidung ist. Deswegen betrachte auch meine Inhalte mit einem kritischen Blick. Der GICS ist zunächst einmal ein Akronym oder eine Abkürzung für den Global Industry Classification Standard. Inhaltlich gesehen ist das Ganze ein vierstufiges hierarchisches Branchenklassifizierungssystem. Es wurde 1999 in Zusammenarbeit von MSCI und S&P entwickelt. Das Ziel war hierbei, ein effizientes Anlageinstrument zur Erfassung der Breite, Tiefe und Entwicklung von Industriesektoren anzubieten. Die Unternehmen werden dabei sowohl quantitativ als auch qualitativ klassifiziert. Und jedes Unternehmen wird entsprechend seiner Hauptgeschäftstätigkeit einer einzigen GICS-Klassifizierung auf der untersten Hierarchieebene zugeordnet. Ein maßgeblicher Schlüsselfaktor für die Bestimmung der Hauptgeschäftstätigkeit ist dabei der Umsatz des Unternehmens. Aber auch Erträge und Marktwahrnehmung werden als wichtige und relevante Informationen für die Klassifizierung anerkannt und bei der jährlichen Prüfung berücksichtigt. Insgesamt kann man sagen, dass der GICS ein gemeinsamer globaler Klassifizierungsstandard ist, der von Tausenden von Marktteilnehmern angenommen und verwendet wird. Marktteilnehmer können dabei Vermögensverwalter, Makler, Depotbanken oder auch Berater, Forschungsteams und Wertpapierbörsen sein. Wir sehen jetzt hier einmal eine Abbildung dieses vierstufigen hierarchischen Branchenklassifizierungssystems. Auf der obersten Ebene haben wir zunächst einmal 11 Sektoren, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Diese teilen sich dann auf 24 Industriegruppen und die wiederum auf 69 Industrien. Auf der untersten Ebene haben wir dann 158 Subindustrien. Und das war das, was ich auch eben erwähnte. Wir schauen uns zum Beispiel die Umsätze eines Unternehmens an, um daraus die Hauptgeschäftstätigkeit abzuleiten. Und aus der Hauptgeschäftstätigkeit heraus wird das Unternehmen einer Subindustrie zugeordnet. So, wenn wir jetzt einen Blick auf die oberste Ebene, also auf die Ebene der Sektoren werfen, sehen wir hier einmal, wie die aufgeteilt ist. Also wir haben einmal den Sektor Energy, Materials, Industrials, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Healthcare, Financials, Information Technology, Communication Services, Utilities und Real Estate. Jetzt würde ich dir noch gerne zeigen, wie sich die jeweiligen Sektoren einmal aufbauen. Also wir haben jetzt in der Abbildung links den Sektor, um den es geht. Wir haben in der Mitte die Industrien, in die sich der Sektor aufteilt. Und wir haben einmal rechts unten jeweils drei der größten Unternehmen, die dem Sektor zugewiesen werden. Ich finde, dadurch kann man sich ein besseres Bild von dem ganzen Sektor machen. Also hier als Beispiel, wir haben den Energy-Sektor. Dieser teilt sich in zwei Industrien auf. Und wir haben als Beispielunternehmen einmal ExxonMobil Corporation, wir haben Chevron Corporation und wir haben einmal die Shell PLC. Der zweite Sektor ist Materials und teilt sich in fünf verschiedene Industrien auf. Und wir haben einmal als bekannteste oder größte Unternehmen die Linde PLC, die vielen Deutschen bestimmt ein Begriff ist. Wir haben einmal die BHP Group Limited und Rio Tinto Group. Als dritten Sektor haben wir einmal den Sektor Industrials und dieser teilt sich in die meisten Industrien auf. Also das kann ich schon vorneweg sagen. Als Beispielunternehmen haben wir jetzt hier UPS oder United Parcel Service. Wir haben einmal Deere & Company und Union Pacific Corporation. Dann kommen wir auch schon zum Sektor Consumer Discretionary oder auch zyklische Konsumgüter auf Deutsch. Ihr seht hier einmal in der Mitte noch einmal die Industrien und wir haben als Beispielunternehmen Amazon, Tesla und The Home Depot. Eines dieser drei Unternehmen wird den meisten bestimmt ein Begriff sein. Der nächste Sektor ist einmal Consumer Staples oder auch Basiskonsumgüter und hierunter wird man viele defensive Unternehmen finden, wie jetzt zum Beispiel The Coca-Cola Company, Walmart oder The Procter & Gamble Company. Der sechste Sektor ist einmal der Healthcare-Sektor oder auch Gesundheitswesen und in diesem Sektor haben wir jetzt einmal ein breites Spektrum an Unternehmen. Wir haben zum Beispiel Unternehmen, die für die Ausstattung im Gesundheitswesen zuständig sind, aber wir finden auch Unternehmen, die aus dem Bereich der Biotechnologie kommen. Und als Beispielunternehmen haben wir hier einmal United Health Group, Johnson & Johnson
und Eli Lilly and Company. Unter dem Sektor Financials oder auch Finanzen haben wir jetzt einmal sieben Industrien und als Beispielunternehmen haben wir hier Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase & Co. und Visa. Der Sektor Information Technology teilt sich wiederum auf in sechs unterschiedliche Industrien. Und hier haben wir einmal Unternehmen, die sowohl Software als auch Hardware oder aber Halbleiter, Halbleiterausrüstung, Computerausrüstung oder Peripheriegeräte herstellen. Und als Beispielunternehmen haben wir hier einmal Apple, Microsoft und Nvidia. Die drei Unternehmen werden wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Im nächsten Sektor haben wir jetzt einmal Communication Services oder auch Kommunikationsdienstleistungen. Hier haben wir einmal fünf Industrien wie diverse Kommunikationsdienste, Mobilfunkanbieter, Medien, Entertainment und interaktive Medien und Dienste. Als Beispielunternehmen haben wir hier auch wieder sehr bekannte Vertreter wie Alphabet, Meta Platforms und T-Mobile US. Beim zehnten Sektor Utilities geht es um Versorgungsunternehmen und hier teilt sich der Sektor in fünf unterschiedliche Industrien auf. Als Beispielunternehmen haben wir hier einmal NextEra Energy, wir haben Duke Energy Corporation und American Water Works Company. Und last but not least, wir haben einmal den Sektor Real Estate oder auch Immobilien. Dieser teilt sich in zwei unterschiedliche Industrien auf und hier haben wir jetzt einmal die REITs vertreten. Als größte Unternehmen habe ich hier einmal rausgenommen American Tower Corporation, Equinix und Realty Income Corporation. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert liefern, wie ihr die Marktstruktur bzw. die Aufteilung des Marktes nach den unterschiedlichen Branchen nachvollziehen könnt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne Tipps unten in den Kommentaren schreiben und lasst auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Ein Abo ist kostenlos, aber damit unterstützt ihr mich besonders. Vielen Dank.